Wissen Sie, was wir heute machen? Ich unterhalte mich heute mal mit einem Hobby-Imker, der genauso vor einigen Jahren in die Imkerei eingestiegen ist. Und wir unterhalten uns einfach mal über die Erfahrungen und die Probleme, die auftauchen, wenn man in die Imkerei einsteigt. Wie ja so viele gerne machen würden, weil ich kriege ja immer die Rückmeldung. Das werden Sie jetzt erleben. Bleiben Sie mal dran, das wird spannend. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neusch im Garten, /Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Dennis, du bist Hobby-Imker, du betreibst einen YouTube-Kanal. Genau. Kurz mal zusammengefasst, wer du bist. Ja, also Dennis von www.derselbermacherblog.de. Ich mache jetzt YouTube seit ungefähr 3-4 Jahren. An die 200 Bienenvideos habe ich schon online. Mache aber auch nebenbei jede Menge andere Sachen selber, wie Sauerkraut, Käse, Wein und so weiter und so weiter. Hört sich an wie eine spannende Angelegenheit. Genau. Jetzt erklär mir kurz, wir sitzen hier unter der Bank, auf der Bank, unter dem Walnussbaum und nicht bei den Bienen, weil... Ja. Ich bin zwar Imker, aber ich bin allergisch gegen Bienenstiche. Das heißt, wenn mich jetzt eine Biene sticht, dann fahre ich mit der Tütata ins Krankenhaus. Und dann sucht man sich so ein Hobby aus. Das ist ja ungefähr so wie Fallschirmspringen, wenn man Höhenangst hat. Das hat der Arzt auch zu mir gesagt. Nein, also erst waren die Bienen und dann die Allergie. Und dann habe ich gesagt, das Hobby ist eigentlich so cool, das will ich jetzt dafür nicht aufgeben. Okay, lass mal erzählen. Wie lange machst du das jetzt schon? 5 Jahre ungefähr. 5 Jahre, also etwas weniger als ich, aber immerhin schon, du hast eine Menge Erfahrung gesammelt. Mhm. Womit hast du angefangen? Ich habe damals tatsächlich angefangen mit einer Bienenkiste. Ich weiß nicht, wer von euch dieses System kennt. Also das nennt sich Bienenkiste, also ist genau ein feststehender Begriff. Genau, also es wird ja auch im Internet leider viel Werbung mitgemacht, so als das Anfängersystem, was es aus meiner Sicht nicht ist, aber das war so mein erstes Jahr und ich bin auch so ein bisschen technikverrückt. Ich habe dann hinten eine Kamera eingebaut und konnte die dann übers Internet und nachts angucken, wie die dann so gebaut haben und so weiter. Aber wie gesagt, das war nur ein Jahr und dann habe ich dann die konventionelle Imkerei angefangen. Weil die Bienenkiste dich nicht überzeugt hat? Genau. Wo waren die Probleme? Zum einen, sagen wir mal, die Vorteile der konventionellen Imkerei waren größer. Ich konnte wirklich, ich bin ja auch ein neugieriger Mensch. Ich möchte zwischendurch mal gucken, was die Bienen machen. Ich möchte auch mal, wenn die Bienen nicht das machen, was sie sollen, auch mal eingreifen können. Ja, was bei der Bienenkiste ja ausdrücklich nicht gewünscht ist. Und die Probleme ergeben sich dann hinterher, wenn das System mal eine Zeit lang läuft. Also man denkt ja auch mal weiter, das darf man ruhig mal machen. Was passiert hinterher mit Wabenhygiene und so weiter und so weiter. Die Bienenkiste kann was Interessantes sein, wenn man viel Ahnung davon hat. Wenn man sich schon ganz lange mit Bienen auseinandergesetzt hat, dann kann das mal so ein kleines Nebenprojekt sein. Aber so, wie sie unter den Mann, unter die Leute gebracht wird, ist es nichts. Es ist kein Anfängersystem. Das klappt 2-3 Jahre gut, aber genau. Irgendwann werden die Probleme doch so massiv, dass ein Hobby-Imker, der die Kiste ja sowieso nur 2-mal im Jahr aufmacht, an Grenzen stößt. Genau. Gut, dann hast du die Bienenkiste aufgegeben. Mhm. Bist dann auf welches Maß umgestiegen? Ich habe im Moment Deutsch-Normalmaß. Weil, nicht weil ich das als für das beste System halte, aber weil es bei uns im Imkerverein vorteilhaft ist, wenn man Deutsch-Normalmaß hat. Klar, man kann sich austauschen untereinander. Ich würde auch die nehmen, die jetzt in der Gegend verbreitet sind. Es tut sich letztendlich nicht viel, ob es Deutsch-Normal oder Sander ist. Ja. Man kann mit allen Maßen imkern. Kannst du eigentlich nachvollziehen, wenn Leute so dogmatisch sind? Die Imker sind ja verschrien, dass sie nicht unbedingt... die umgänglichsten sind, da werden ja Meinungen in die Welt gesetzt, das muss so sein und nichts anderes. Ja. Also ich bin nicht so dogmatisch, ich finde, das tut der Imkerei auch nicht gut, weil wenn wir jetzt ein Thema ansprechen, wie zum Beispiel Rähmchenmaße, dann gibt es sicherlich 10 Meinungen, die sagen, das ist aus dem Grund musst du Deutsch-Normalmaß haben oder aus dem Grund musst du Zander oder Dadant oder was auch immer einsetzen. Wie du schon sagtest, du kannst mit allen Systemen, wenn du dich damit beschäftigst, wahrscheinlich vernünftig imkern. Du musst dich halt nur damit beschäftigen. Was sind die Probleme? Welche Probleme hast du gehabt, wie du angefangen hast? Lass mir die Bienenkiste mal außen vor. Das ist ein anderes Thema. Niemandem. Also ein Problem, was ich nicht nur am Anfang hatte, was jetzt immer noch der Fall ist, man liest Bücher, man macht sich schlau, man geht zu Kursen, man belegt Anfänger und so weiter und so weiter. Man geht in Foren und immer wenn du denkst, du hast die Bienen verstanden, dann machen sie im nächsten Jahr genau das an. Das Umgekehrte. Also immer wenn du denkst, ne? Ist Natur halt. Ne? Ja, aber was waren die großen Probleme? Wie viele sind die Völker mal eingegangen?
Ja, natürlich ist mir mal ein Volk an Varroa eingegangen, weil man nicht gemerkt hat, dass die Behandlung vielleicht nicht so angeschlagen hat. Oder man hat falsch behandelt am Anfang oder das Volk schwärmt. Oder was bei mir schon zweimal vorgekommen ist, ein Volk ist weisellos geworden einfach. Vielleicht durch meinen Eingriff, weil ich einmal zu viel geguckt habe und die Königin ist mir abhanden gekommen. Hast du die Königin gezeichnet? Am Anfang ja, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Das ist ein Problem, wenn sie nicht gezeichnet ist. Jedes Rähmchen, was du ziehst, besteht die Gefahr, dass genau. Die Königin drauf ist. Und genau. Ja. Ja, okay. Das Zeichnen an sich, ja, wenn man es vernünftig macht und schnell, dann ist es, glaube ich, ein Eingriff, den man ganz gut machen kann. Es gibt da so Systeme mit draufkleben und so weiter. Das finde ich alles nicht mehr so toll. Wir kommen auf die Probleme. Die sind welche? Sind die Völker eingegangen an Varroa? Mhm. Was noch? Was hast du gehabt? Schwärmen die bei dir auch alle wie bei mir? Sonst nicht. Dieses Jahr sind sie mir abgeschwärmt. Also A, war es viel zu früh aus meiner Sicht. Also sonst fing dieser Schwarmtrieb erst wesentlich später im Jahr an, meine ich, aus meiner Sicht. Dieses Jahr, ich war einmal bei meinen Bienen, habe gesehen, oh mein Gott, die haben schon total viele Königinzellen angesetzt. Die waren dann schon bestiftet sogar. Hatte ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich es einen Tag so im Rücken gekriegt, ich konnte mich 3 Tage nicht bewegen und schon kriegte ich einen Anruf, du, deine Bienen hängen im Baum. Und da war eigentlich schon zu spät. Dann den Tag später wieder ein Volk abgeschwärmt und dann, ja, dann war es eh zu spät. Du hast eben erzählt, ein Schwarm wäre sogar in den Baumarkt reingeflogen. Ja, bei uns ist so ein Gartencenter nebenan und ich habe das dann bei Facebook gesehen. Da gingen dann Videos rum, wie dann dieser Riesenschwarm im Gartencenter hing unter der Glasdecke und ich kriegte dann Nachrichten über Facebook, Dennis, kann das sein, dass das deine sind? Und ich habe so gedacht, ja, das ist sehr wahrscheinlich, die stehen ja direkt gegenüber. Also das waren sicherlich meine Bienen. Hast du irgendwann mal bereut, mit dieser ganzen Geschichte anzufangen? Ich meine, Bienen sind eine zeitaufwendige Angelegenheit. Also die macht man nicht nebenher, was ja manche Leute glauben. Ich stelle mir da so ein Volk hin und lasse das einfach laufen. Ja. Und ab und zu mal gucke ich mal rein und tue mal ein bisschen Ameisensäure da drauf. Genau. Das ist also bei weitem nicht so. Ich will jetzt nicht sagen, hätte ich am Anfang gewusst, wie viel Arbeit das ist, hätte ich sein lassen, weil die Völker werden ja nicht von alleine mehr, sondern wie ein Imkerkollege mal sagt, erst hat man Bienen und dann haben die Bienen einen. Also das wird automatisch mehr, wenn man merkt, dass das Hobby packt einen irgendwie. Das ist sehr interessant, es ist sehr, sehr tiefgründig. Man kann nicht ein Buch lesen und dann meinen, man wäre jetzt der Profi-Imker. Das funktioniert nicht. Also ich beschäftige mich jetzt seit 5 Jahren wirklich teilweise sehr, sehr intensiv damit und ich habe noch lange nicht ausgelernt. Ja, also wird man überhaupt irgendwann mal alles wissen, ist man irgendwann ausgelernt? Würde ich so nicht sagen. Also wie gesagt, immer wenn man meint, man hat irgendwas verstanden, dann machen die Bienen wieder genau das Gegenteil davon. Also es mag sein, es gibt Altimker bei uns im Verein, die glaube ich sehr, sehr viele Jahre Erfahrung haben, die schon wirklich sehr, sehr viel wissen und die Bienen auch im Griff haben, aus meiner Meinung. Aber da reichen nicht 3 oder 5 Jahre dafür. Das ist schon ein wesentlich längerer Zeitraum. Ist ungefähr wie mit der Gärtnerei. Das sind Erfahrungen, die man machen muss. Auf jeden Fall. Es vergeht kein Mal, wo ich die Bienen aufmache und da läuft das so, wie ich in dem Kurs gelernt habe. Ich meine, ich habe diese Kurse alle gemacht, du hast sie auch gemacht, bei Liebig und Aumeier. Genau. Also wir wissen, zumindest in der Theorie, wie es funktioniert. Könnte, ja. In dem Moment, wo ich die Kiste aufmache, sieht das immer irgendwie alles anders aus. Genau, ja. Warum ist das so? Ist es Natur? Ich glaube, das muss so. Wir versuchen ja, du hattest das vorhin auch, wir hatten gerade parallel ein anderes Video über deinen Garten gedreht. Was übrigens auf seinem Kanal erscheint. Schauen Sie mal vorbei. Ich habe den Kanal unten verlinkt und hier oben in der Infobox. Du hast gesagt, wir versuchen uns mit der Natur zu arrangieren. Ein Bienenschwarm in einer selbstgebauten Holzkiste, in Rähmchen, wo Wachsplatten drin sind. Das ist ja nicht Natur. Wir versuchen, die Natur einzufangen und so ein bisschen zu bändigen. Und das funktioniert halt mal besser, aber meistens schlechter. Aber die Biene ist ein Nutztier. Und die hat auch noch das Problem, dass sie eine Varroa-Milbe hat, was quasi ist wie bei Schweinen die Schweinepest. Mhm. Wir halten hier Tiere, die eine tödliche Krankheit haben. Ist so. Ist so. Muss man fairerweise sagen. Hast du schon mal irgendwo in der Natur ein wildes Bienenvolk gesehen? Ich habe tatsächlich mal in einem hohlen Baum ein Bienenvolk gesehen und habe mich gefragt, wie lange hält es das da aus? Also das war sicherlich kein ganz wildes Bienenvolk. Ich bin davon überzeugt, dass das irgendeinem Imker entfleucht ist, hat sich dann den nächstbesten Hohlraum gesucht. Also ob der jetzt in irgendeinem Rollokasten oder tatsächlich mal einen hohlen Baum findet. Ich weiß nicht, ob es noch diese wilden Bienenvölker, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn deine schwärmen, dann versuchst du die Schwärme auch irgendwie ja. zu,
zu bekommen. Genau. Vielleicht eine dumme Frage. Müsste sich die Natur nicht vielleicht, wenn wir wilde Bienenvölker hätten, über kurz oder lang irgendwann ein Volk entwickeln, was eine gewisse Abwehrkraft gegen Varroa hat? Soll es ja geben. Soll es geben. Also, ich sag mal so, die Imker bei uns im Verein, die schon etwas älter sind, die haben gesagt, wenn sie früher, also wir reden jetzt von vor 30, 40, 50 Jahren, wenn die früher zu den Bienen gegangen sind, dann sind die schon vorher, also wenn die 100 Meter an das Volk rangegangen sind, dann sind die schon durchlöchert worden von den Bienen, weil die so aggressiv waren. Und das würden die Hobby-Imker heute, glaube ich, gar nicht mehr akzeptieren. Deswegen ist die ja so domestiziert, die Biene. Und da geht natürlich irgendwas bei verloren. Das ist genauso wie wenn du hochgezüchtete Tomatenpflanzen oder irgendwelche anderen hochgezüchteten Pflanzen hast, dann geht da auch Information verloren. Ja, und das ist wahrscheinlich bei der Biene auch. Wir können nicht alles haben. Wir können nicht eine Biene, die 70 Kilo Honig pro Volk ergibt, die super sanftmütig und gleichzeitig noch die Varroa-Milbe bekämpft. Das widerspricht sich irgendwie. Du arbeitest aber prinzipiell Pi mal Daumen nach dem, was Liebig in seinen Kurs erzählt hat. Pi mal Daumen, oder, ja. Wo weichst du von der Liebig-Methode ab? Also Liebig, ich habe persönlich mehr bei Frau Aumeier, also die arbeiten ja, glaube ich, mehr oder weniger zusammen. Ich habe mehr bei Frau Aumeier und ich sehe es immer so. Pia Aumeier hat, ich sage jetzt mal, ich will nichts Falsches sagen, um die 500 Völker. Dass sie natürlich anders an die Sache rangeht, als ich mit meinen durchschnittlich 10 Völkern, ist natürlich ganz andere, also ist natürlich logisch. Das heißt, ich nehme das, was sie beibringt. Ein Beispiel ist die Kippmethode. Sie kontrolliert es geht um Schwarmverhinderung. Das heißt, ich ziehe teilweise einzelne Rähmchen und gucke nach, ist irgendwo auf dem Brutfeld, ist da irgendwo eine Königinzelle angesetzt. Die würde dann, wenn ich sie nicht schwärmen lassen würde, also das ist ja die normale Schwarmverhinderung, ich würde die Zelle rausbrechen. Ja? Frau Aumeier macht das so, die hat die Kippmethode, die kippt einfach den Brutraum an, guckt, ob unten alles in Ordnung ist, ob sie irgendwelche Zellen findet. Wenn nicht, geht sie davon aus, dass das Volk keine Zellen hat. Das kann funktionieren, so muss man das wahrscheinlich machen, wenn man 500 Völker hat. Hast du Reinzuchtkönigin oder sind deine auch irgendwie... Meine sind jetzt so eine 0815-Kreuzung von überall. Aber ich glaube, jetzt nach dieser Zeit, wie ich Bienen habe, merke ich so langsam, dass es jetzt mal Zeit wird, wieder eine Reinzuchtkönigin da reinzubringen. Um so ein bisschen wieder Ordnung in das Genmaterial zu bringen. Weil ich brauche hier gar nicht erst eine Kippkontrolle zu machen, ja. Weil ich weiß, die schwärmen. Ja. Das sind alles Schwarmvölker über Jahre hinweg schon. Ich brauche das gar nicht, weil ich weiß, dass die schwärmen. Da sind immer Weiselzellen drin. Mhm. Kaum springt die Natur im Frühjahr an, sind da welche drin. Da brauche ich nicht diskutieren. Ja. wie stehst du diesen... Also als weil es kommt ja über YouTube, vor allem bei mir, kommt unheimlich viele Vorschläge an. Ja, ich habe da und da ein Video gesehen, mach doch mal das. Wie stehst du diesen ganzen Neuerungen, die so durch die Imkerschaft wabern? Wie stehst du denen gegenüber? Bücherskorpione, Bienensauna, was gibt's noch? es gibt... Schallwellen gegen Varroa-Milben, es gibt ja so vieles. Ist das was... mit dem sich der Normalimker, der Hobbyimker, so wie du und ich einer sind, ist das was, wo wir uns mit befassen müssen. Soll ich jetzt meine alten Bücher raussuchen und Bücherskorpione sammeln und da in Erfolg setzen? Ist das? Kannst du ja mal versuchen, ist vielleicht ein ganz interessantes Video, aber ich glaube, um das ernsthaft, die Hobbyimkerei nach vorne zu bringen, ist das falsche Mittel. Weil selbst wenn du jetzt versuchen würdest, die Hälfte deiner Völker mit Bücherskorpionen zu behandeln und die andere Hälfte nicht, was würde dir das bringen? Dann hättest du die einen stehen vielleicht mal in der Sonne, die anderen, du hast keinen Vergleich. Wenn jemand wie Liebig oder Aumeier mit ihren 500 Völkern sagen, ich habe jetzt 50 Völker, da setze ich jetzt Bücherskorpione ein oder ich behandle mal 30 oder 50 Völker mit der Bienensauna und führe da Buch. Also das gibt ja einen richtigen Lehrstuhl da im Buch. Das ist Wissenschaft, ja. Genau. Das wird protokolliert, wird alles aufgezeichnet und so weiter. Also wenn diese Leute eine Aussage treffen darüber, dann kann ich das eher glauben, als wenn ich jetzt zwei Völker mit Bücherskorpionen behandle. Ich glaube, es ist im Umkehrschluss sogar gefährlich, wenn sich Leute, die prinzipiell keine Ahnung davon haben, sich an Dinge ranwagen, wo sie eigentlich nichts dran verloren haben. Genau. Es geht auch keiner hin und experimentiert in seinem Hobbykeller mit Kampfgas als Beispiel. Das hoffe nicht. Nee, ich hoffe nicht. Es macht wenig Sinn. Es gibt Dinge, die
mögen funktionieren, mhm. aber der Normalmensch hat daran eigentlich nichts verloren. Der ja. soll sehen, dass die Bienen irgendwie am Laufen bleiben genau. mit den herkömmlichen und erprobten Methoden. Mhm. Und wenn die Profi-Imker irgendwann mal eine mhm. Methode entwickelt haben, die umsetzbar ist. Genau. Ja, wenn ich Bücherskorpione im 100er-Pack bestellen kann, das funktioniert. Dann die abgerichtet sind, die dann die Varroen einzeln von... genau. Ja, als Beispiel. Ja. Es wird viel... Ja. Zumal es bis jetzt auch noch kein System an meine Ohren oder so geschafft hat, was für mich wirtschaftlich sinnvoll ist. Weil Ameisensäure ist billig. Selbst wenn ich die, das sollte man auch machen, wenn man die zugelassene kauft. Ja, die kostet 10 Euro die Flasche und die reicht für zig Völker. Und das dazu behandeln, man schüttet das in so eine Flasche, hängt das da rein, dann läuft das ein, zwei Wochen. Das ist so einfach. Warum soll ich mir denn so ein riesenteures Gerät wie so eine Bienensauna da hinstellen? Es ist sicherlich nicht witzig für die Bienen, die da drin sitzen. Also nein. Diese Ameisensäure ist... Mit Sicherheit nicht witzig. Nur wie du schon gesagt hast, wir haben ein Nutztier. Diese Biene ist aus meiner Sicht, so wie sie jetzt heutzutage ist, in der Natur nicht mehr überlebensfähig aktuell. Man könnte jetzt 100.000 Völker aussiedeln und vielleicht entwickelt sich dann irgendwo eine Art Resistenz, sodass man sagt, okay, in den Wald kannst du jetzt nicht mehr reingehen, da sind Bienen drin, die stechen dich jetzt wieder wie früher. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, aber das machen wir halt heutzutage nicht. Welchen Ratschlag würdest du, ich gebe ja in meinen Videos dauernd Ratschläge, ja. Leute, informiert euch, macht erst genau. einen Kursus, genau. nicht fangt mit der Imkerei an, so wie ich das gemacht habe, das war schon ein großer Fehler, war naiv genug, habe mich in die Sache reingestürzt, mhm. ohne groß zu wissen, worum mhm. es geht. Mhm. Welchen Ratschlag würdest du einem Neuimker geben? Eigentlich genau das. Also Punkt A, informiert euch erstmal vorher. Das heißt, sucht euch mindestens einen Imker, der bei euch in der Nähe ist, schaut euch das an. Ich biete das auch immer, ich kann das natürlich nicht für alle machen, aber es gibt immer wieder Leute, die mich ansprechen, sagen, hey, kann ich mal bei dir vorbeikommen? Dann macht man einen Termin und dann guckt man sich das einfach mal eine Stunde zusammen an. Dann kann man auch mal persönlich quatschen. Macht einen Bienenkurs, und zwar vorher. Bei uns war das so, der Kurs fing an und im Laufe des Kurses hat man auch sein Bienenvolk bekommen. Ja, das ist eine sinnvolle Sache. Man fängt dann auch nicht gleich mit einem Wirtschaftsvolk an. Man fängt vielleicht erstmal mit einem Ableger an, sodass man erstmal ein Jahr Zeit hat, dieses Bienenvolk da reinzuwachsen. Ja, es braucht Zeit. Die Kiste genau. aufzumachen und das da rauszuholen, genau. ohne Bammel in der Hose. Wenn du das erste Mal in der Bienenwolke mit 50.000 Bienen stehst, im Sommer, wenn das Volk voll ausgewachsen ist, also... Da passiert schon was bei dir. Und wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, wenn du da nicht mit einem kleinen Volk angefangen hast, ja, irgendwann, die Bienen sind einfach da. Die kannst du nicht dann verwahrlosen lassen. Das kann man nicht bringen. Ne? Nee, es ist auch eine Sache, man muss auch bedenken, die Zeit, die... Ja. Es gibt nun mal von Anfang Mai bis August oder wann, ja. wenn die Behandlung ja. ist, da ist eigentlich die Bienen ziemlich zeitaufwendig. Das ist zeitaufwendig. Und wenn du das alleine nicht stemmen kannst, wenn du nicht mindestens einmal die Woche da sein kannst, du musst dich organisieren. Das heißt, auch so ein Tipp, geh in einen Imkerverein, ja, weil da sind Leute, die, wenn du nicht kannst und deine Bienen hängen irgendwann im Baum, dann bei uns ist das so, du schreibst kurz in die WhatsApp-Gruppe, da hängt ein Bienenschwarm, kann sich jemand drum kümmern, ich habe keine Kisten mehr frei, dann fährt innerhalb von einer halben Stunde ist jemand da, der pflückt den dann vom Baum. Das ist relativ gut organisiert. Ganz alleine finde ich das alles ein bisschen schwierig. Dennis, was hältst du eigentlich von Leuten, die sagen, ich will mit der Bienenhaltung eigentlich nur die Natur unterstützen? Mir geht es gar nicht um den Honig. Das ist ja. ungefähr so wie Schweine halten, nur um der Schweine willen. Ja. Ist das eine sinnvolle Geschichte oder sollten diese Leute nicht besser sich einen Haufen Bienenhotels in den Garten stellen? Da haben sie für die Natur mehr getan, als wenn sie sich in einen Honigbienenabenteuer stürzen. Genau. Also, wie jetzt schon öfter gesagt, die Biene ist ein Nutztier. Wir haben keinen Mangel an Honigbienen. Wir haben genug Honigbienen, wir haben genug Völker, also daran wird es nicht scheitern. Ja? Wenn es um die reine Natur geht, ist die Biene eigentlich das Schlechteste, was man sich da hinstellen kann, weil du musst dich drum kümmern. Das ist auch kein, ich unterstütze mal eben die Natur. Ja? Wir brauchen Blühpflanzen. Dann macht Folgendes, schaut euch eine Anleitung an, du hast eine Hummelkiste da stehen, ich habe eine Hummelkiste da stehen, das ist wunderschön, da braucht man sich nicht drum zu kümmern, man guckt da jeden Tag drauf, da fliegen lauter Hummeln rein und raus, die fliegen bei mir im Garten in die Blüten und man hat was davon. Das ist das, was man machen kann. Stellt euch ein schönes Insektenhotel, aber auch
da haben wir auch gerade schon kurz privat drüber gesprochen, ist auch nicht die Lösung, um jetzt die Natur zu schützen. Ja? Es ist immer noch besser, besser als nichts zu machen. Als nichts zu machen, aber es ist auch besser, als sich mit Honigbienen zu befassen. Genau. Nur weil man meint, man würde damit irgendetwas Positives tun. Genau. Honigbienen ist eine... Man, letztendlich ist Imkerei ein Job. Glaubst du eigentlich, man könnte mit Honig, selbst wenn denn jemand Bienen hält um des Honigs wegen, kann man mit Honig Geld verdienen? Nicht in dem Maßstab, wenn du das nicht hauptberuflich machst. Also ich glaube schon, wenn man jetzt 100, 200, 300 Völker hat, dass man das irgendwo wirtschaftlich irgendwas mitmachen kann. Ja? Also nicht in unserem Maßstab, nicht das, was man hobbymäßig machen kann. Der Aufwand, den du betreiben musst und du kriegst heutzutage, ich nehme zum Beispiel 5 Euro, ich habe auch mal 6 Euro für ein Glas genommen. Ja? Viel mehr kannst du dafür nicht nehmen, da bleibt nicht viel über. Wenn du die Arbeit siehst, die Arbeit ist schon gar nicht recht. Das Material, Futter, das Material dazu, ja? Das ist alles enorm teuer. Und wenn du die Zeit noch mit reinberechnest, also 5 Euro ist ein Witz. Also ich bin ziemlich sicher, wir müssten weit über 10 Euro sein, um das dann überhaupt irgendwo in eine Gewinnzone reinkommt. Genau. Die Gesellschaft müsste der Imkerschaft eigentlich dankbar sein, dass die aus faktisch Jux und Dollerei, die Hobby-Imker, aus Jux und Dollerei Bienen hält. Genau. Ich biete jedem die Möglichkeit, am Ende noch ein Schlusswort an die paar Leute dazu senden, die mir da zugucken. Vielleicht sind ja auch gar keine mehr dabei, die sich das Video bis zum Ende angucken. Aber ich biete jedem die Möglichkeit. Dein Schlusswort an die Leute. Muss nichts mit Bienen zu tun haben. Kannst auch sagen, abonniert meinen Kanal oder geht euch ein Bier trinken oder was auch immer. Ist mir egal. Dein Schlusswort an die Leute da draußen. Ja, Leute. Wenn ihr anfangt, Imker zu werden, dann seht zu, dass ihr das gescheit macht. Informiert euch, lest Bücher, geht in einen Imkerverein, macht einen Kurs. Das ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt. Stellt euch nicht einfach nur Bienen in die Ecke, weil es gerade Mode ist oder so. Es ist Arbeit. Und wenn ihr Lust habt und ihr noch mehr über Imkerei, über Bienen erfahren wollt, dann schaut einfach mal auf meinem YouTube-Kanal, der Selbermacher-Blog. Auf seinem natürlich auch, ja. Der Selbermacher-Blog oder neulich im Garten.de oder der Selbstversorger-Kanal. Also da gibt es Informationen genug. Ja, lade ich euch einfach ein dazu. Ja, würde ich auch sagen. Schönes Schlusswort. In diesem Sinne, abonnieren diesmal den Kollegen hier. Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links. Da kann ich mir wieder ein paar neue Zargen kaufen. Ja, in diesem Sinne. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.